Und weiter geht's in dieser Gerudo-Festung und Let's Play Banjo-Kazooie, The Chickies of Time. Stellt jetzt halt nur nicht die Frage, wie kommen wir an diesen Mombo-Schädel ran? Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einfach hier mal eine Flugplatte finden, spätestens für die da drüben. Ich glaube nicht, dass wir das mit der Dingen erledigen können. Mit dem Flugteppich. Also wir müssen es wahrscheinlich mit dem Durchfliegen schaffen. Dann suchen wir mal die Festung weiter ab und wir dann die Flugplatte mal finden. Okay, da. Ja, das ist ein bisschen zu hoch. Müssen wir jetzt halt mal den richtigen Eingang finden. Vielleicht der hier? Ja, sieht schon mal besser aus. Und ein weiteres Easter Egg, Metroid Prime 2 A Course in GameCube. So, und Pickparade. Vielleicht gibt es so viele Probleme, aber mit Namen zu merken, Attacken. So, was haben wir da drüben? Okay, noch ein paar Vasen. Mit ein paar Noten. Sonst ist hier. Gut, da könnten wir sogar noch weiter. Aber schauen wir mal bei diesem Eingang nach, wo der uns hinkt. Beziehungsweise wo wir landen. Okay, wo sind wir jetzt da? Ach so, da sind wir jetzt. An der obersten Stelle. Stelle der Festung. Könnte mir sogar vermuten, dass da noch eine Flugplatte existieren könnte. Gut, hier kann man auf jeden Fall durch. Kommt mehr in die Festung rein nochmal. Das müsste der Geheimdurchgang zum Gefängnis sein. Wo sie Link reingespissen haben, wenn man ihn gefangen hat. Da findet man ein Puzzleteil. Und ich glaube, im Gefängnis sitzt jemand. Oder? Bisschen nach vorne. Zumindest höre ich irgendjemand. Sehen tue ich keinen. Doch, jetzt sehe ich einen. Sitzt wirklich einer im Gefängnis? Die sucht zum Beispiel Brawl Smiley? Nein, Brawl. Rolf. Und wie kommt... Okay, Frage beantwortet. Da ist ein kleines Loch. Platz für eine Verwandlung. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall mit der Verwandlung rein. Es hat noch die große Frage, wo kriegt man die Verwandlung her? So,
Dann sollen wir erstmal diese Noten. Und sehen mal, wo dieser Eingang hinführt. Okay, der führt uns hier runter. Und dann noch dieser Eingang da. Dann habe ich, glaube fast jeder Eingang überprüft. Ja, der führt mich noch hierher zurück. Der hier? Der führt mich da hin, also. Mit dem Easter Egg. Gut, ich glaube, ich bin hier jetzt auch fertig und die Flugplatte ist nirgends zu finden. Entweder gibt es keine Flugplatte, oder... wir müssen die anders holen. Oder die Verwandlung ist eine Biene. Da kommen wir schon noch nicht rein. So, jetzt hat die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Oder wir müssen doch mit dem Unterteppich durch. Aber auch irgendwie muss man da hoch. Aber das sieht eher danach aus, als könnte man da oben landen und das ein kleines Loch zum Gefängnis führt. Also kriegen wir hier wahrscheinlich doch eine Bienenverwandlung. Zumindest ist das jetzt mal mein starker Verdacht, dass wir einfach irgendeine Bienenverwandlung kriegen. Da würde man mal sagen, wir lassen das Gebiet jetzt mal vorerst mal auf sich beruhen und gehen jetzt direkt in die Wüste rein. Mal schauen, ob die immer noch so verworren ist wie damals. Okay, wir sind einfach komplett schon durch. Den Benjo kommt ja natürlich den Weg. Also dann ist wahrscheinlich die Frage, dass der Geistertempel ein eigenständiges Gebiet ist oder doch dazugehört, schon mal beantwortet. So, noch mein Easter Egg. Kenne ich jetzt nicht. So, diese Momo-Schädel holen wir noch. Bin nur langsam wie verwirrender die Gebiete. Aber so wie es aussieht, sind hier schon einige Teile des Tempels verstreut. Und da oben sind noch ein paar Tore. Und Mumba hat sich anscheinend beim Geistertempel gemütlich gemacht. Wenn das sind das seine Zeichen, das ist er dort irgendwo. Es hat nur
dann noch, die große Frage, was ist dann das letzte Gebiet? Ob Thamemasokan und Fortress, ob das dann das letzte Gebiet ist mit regulären 900 Noten, den Puzzleteilen und zwei leere Honigwappen ist? Sein könnte es ja. Und dort ist dann irgendwo der Zugang, der zum Heiligen Reich führt, da wo dann der Final Bosskampf stattfindet. Das ist jetzt mal meine Vermutung. So, und wenn das mir hier die Noten einsammeln. Noten hätte ich gerne, danke. Okay, hier haben wir wieder ein paar Whiplashes. Aber die werden hier von den Bienen so gut bewacht. Okay, das heißt, ein Bienennest muss weg. Dann halt zwei. Das ist nur ein Mumbo-Schädel. Hätte es mit etwas mehr gerechnet. In dieser Oase. Naja, man kann halt nicht alles haben. Dass man halt mit dem zufrieden geht, was einem das Spiel halt hergibt. Okay, da kann man hochklettern. Und nochmal ein weiteres Easter Egg. Banjo Pilot. Ein Rennspiel mit Banjo Kazooie Charakteren. So, da klettern wir jetzt dann gleich hoch. Ich muss mal da drüben nachschauen, was da noch ist. Aus den paar Noten. Okay, mit einem weiteren Bienennest. Ich glaube, die besiege ich lieber zur Sicherheit. Nur wird doch an die Sprungplatte leicht dran kommen, ohne dass ich sie weglotzen muss. Ja, das hätte funktioniert, wenn der Sprung jetzt nicht so schier gewesen wäre. Wenn jetzt dieser Sprung auch nicht versaut gewesen wäre, wäre ich jetzt wieder oben. Also ich habe wieder das Gefühl, Mensch hat wieder mal keinen Bock darauf. Gut, das wäre geschafft. Sag mir nicht, da wäre jetzt ein Wunderteppich gewesen. Es hat nur die Frage, wann muss ich dann springen?
noch nicht. Jetzt langsam. Kommt. Nein, zu früh. Jetzt. So, dann fliegen wir mit diesem Wunderteppich nach oben. Weil der wieder unten ist. Ah, das ist also wieder eine Leiter. So, gehen wir mal die andere Seite hoch. Sehen, ob wir auch von dort rankommen. Okay, doch nicht. Dort wieder zwei Whiplashes im Weg stehen. Das heißt, wir müssen über die Wunderteppichseite hoch. Anders geht's ja leider gerade nicht. Dann gleich um die Whiplashes kümmern. Ja, aber bloß nicht runterfallen. Okay, da ist ein... Zugang verschnassen. Und Bench hat wieder mal keinen Bock, da hochzugehen. Ah, das kann jetzt wieder lange dauern. Ich glaube, da kommst du zum Mumbo rein. Ich glaube, ich klettere mal zuerst mal weiter nach oben. Okay, wir brechen es für Sounds wieder. Und die Kamera macht es auch nicht gerade besser. Okay, es gibt auf jeden Fall eine Flugplatte. Gut. Und Mumbo will 25 seiner Schädel für die Verwandlung. Dann sehen wir dann gleich, was es eine ist. Ich vermute immer noch, dass es die Bienenverwandlung ist. Nehmen wir die schon mal. Dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt. Okay, es ist ein Besen. Ja, ja, als ob ich jetzt deinen Eingang für dich putze. Kannst mich. Seht jetzt einfach mal ein Besen. Kann man da hinten noch? Ne.
wie ich mir gedacht habe, out of bounds. Ah, da ist also die Flugplatte. Also müssen wir mit der Flugplatte arbeiten. Da haben wir auch einen grünen Changer. Habe ich da gerade echt einen Hexenschalter gesehen? Es gibt mal einen Hexenschalter hier. Also vielleicht das siebte Puzzleteil. Der Overworld. Da kommt man oben rein. Okay, das ist sozusagen für den Geistertempelzugang. Wenn man oben rein möchte. Ich glaube, das lassen wir mal für später mal, wenn wir mit dem Bärenvogel zurückkommen. Wir kümmern jetzt mal um den Ginger im Gefängnis und das, was beim Kaktus ist. Und dann schauen wir mal beim ersten Gebiet nochmal nach, ob da noch was ist. Oben. Sonst ist oben noch irgendwas. Doch. Okay, da ist noch eine goldene Feder. Ja, da sind noch ein paar Noten und ein Mumbo-Schädel. Glaub nicht, dass wir die noch brauchen, aber wir sammeln sie trotzdem mal ein. Und dann spielt dann der Rest im Geistertempel ab. Zurück zur Gerudafestung damit. Dann holen wir einmal den Mumbo-Shed aus meinem Kaktus und dann rechts die leere Honigwabe. So, das wäre schon mal Mumbo-Schädel. Und hier die leere Honigwabe, die erste. Wirklich die erste? Ja, die erste. Gut, ich habe mich doch nicht verguckt. So, das bringt uns jetzt ins Gefängnis, damit wir die zwei einen weiteren Ginger kriegen. Damit ist er jetzt auch befreit. Und dann sehen wir mal, was wir mit dem Besen noch machen können. Und wir auch ins erste Gebiet damit zurückkommen. Erst einmal schauen wir, ob hier oben noch irgendwas steckt, ist so geheim. Ne? Das sehe ich dann nichts, außer hier diesen Mumbo-Schädel. So, ab ins erste Gebiet und schauen, ob wir da was machen können. Sieht
aus. Damit dies hier mal näher in der Lupe nehmen. Zum Beispiel hier der blaue Ginger, der im radioaktiven Gewässer ist. Weiß mir, und dich jetzt lieber sofort raus, bevor du dich noch irgendwie mutierst. Dann haben wir hier oben noch was. Ah, da war eine Flugplatte? Und da ist sonst noch ein paar Fäden. Wenn hier eine Flugplatte ist, wie sollen wir dann da hochkommen mit Bär und Vogel? Wieder ein Mysterium mehr. Außer hier wäre irgendwo ein Durchgang. Der ich nichts weiß. So, und da oben ist nichts. Hätte sein können, dass da mal wieder etwas versteckt wäre. Oder hinter dem Wasserfall. Also ist hier oben nichts mehr. Und nur diese eine mysteriöse Flugplatte, die mir irgendwie keinen Sinn ergibt. Zumindest scheint sie mir jetzt keinen Sinn zu ergeben. Genau wie diese Plattform da gibt mir irgendwie auch keinen Sinn. Sonst ist hier eigentlich alles gestern. Können wir jetzt noch an die eine Stelle reinschauen bei der Höhle? Und dann wäre das eigentlich mit der Verwandlung auch schon erledigt. Also wir bleiben noch mit der Verwandlung hier drin stecken. Ne, das tun wir natürlich nicht. Ja, da ist die zweite Lehre, die ich habe. Also ist die Verwandlung also doch nicht unnütz hier. Ich wollte schon gerade sagen, da wäre die Verwandlung wirklich auf die eine Mombaschädel nützlich gewesen. Eine Güte! Die schwer zu kriegen. Jetzt einfach geradeaus. Und geschafft. Und haben wir sonst noch irgendwas? Ne, das war's. Das heißt, die Verwandlung wäre jetzt auch durch. Dann ist der Rest eigentlich beim Wüstenkoloss bzw. im Geistertempel. Und das werden wir dann im nächsten Part dann genauer inspizieren. Da müssen wir auch schauen, wie wir zur Hölle zu der Flugplatte kommen. Also ich sag schon mal, das war... Oh yeah. Kasane kriegt 89 mit. Let's play Banjo-Kazooie, The Chickens of Time. Schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Bis dann und... Ciao!